Was kann die Politik für die Wirtschaft im Herbst tun? Ein gutes Klima, Arbeitsklima und Wirtschaftsklima. Also welchen Impuls möchten Sie im Herbst politisch setzen? Es geht darum, aber miteinander. Es braucht den sozialen Blick, aber es braucht einen Blick auch auf die Wirtschaft und dahingehend werden wir uns einsetzen. Von der Politik im Herbst wünschen wir erstens einen fairen Wahlkampf, damit alle auch richtig gut ihre Meinung präsentieren können. Und persönlich wünsche ich mir für die Wirtschaft mehr Impulse, vor allem im Lehrlingswesen, damit wir bei den Graz-Linien auch weiter so gute Lehrlinge haben und weiter Fachkräfte ausbilden können für einen sicheren öffentlichen Verkehr in Graz. Was ist das Wichtigste, was die Politik für die Wirtschaft in diesem Herbst tun kann? Ja, das sind mehrere Dinge, glaube ich. Stabile Rahmenbedingungen zu schaffen für die Unternehmen, dass man Planungssicherheit hat, das Thema Lohnnebenkosten senken, und vor allem auch Verkehr fördern, damit wir die Intermodalität herstellen können. Welche ist die wichtigste wirtschaftliche Initiative im Herbst für Sie? Ja, wir haben als Landesregierung noch vieles vor. Und wir werden vor allem im Bildungsbereich, im Wohnungsbereich noch einige Initiativen setzen, weil wir glauben, das ist jetzt notwendig. Wir müssen durch dieses Tal durch, das ist wichtig auch für die Wirtschaft. Und da glaube ich, ist es notwendig, bis zum letzten Tag vor der Wahl zu arbeiten. Ich glaube, es ist die wichtigste Aufgabe für die Regierungen auf allen Ebenen, dass wir an der Standortqualität und an der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten und dafür ganz besonders einen Bürokratieabbau durchsetzen. Ich glaube konkret sicherlich die Senkung der Lohnnebenkosten, ich glaube, das belastet viele Unternehmer und sorgt auch in Wahrheit dafür, dass auch die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer belastet werden. Und zum anderen glaube ich die Bürokratie, die endlich abgebaut werden muss, das sorgt da vom Einzelunternehmer bis hin zur Industrie. Jeder Österreicher hat zu viel Bürokratie und da muss man ansetzen. A9, ja oder nein? Selbstverständlich ja. A9-Ausbau, ja oder nein? Ja, sicher. Ist ja wohl klar, bitte. Klares Ja. Von mir auch ein klares Ja. 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 Nachdem ich selbst die A9 benutze, ja. Ein klares Ja. Ich glaube, die Zahlen heute und die ewigen Staus etc. sprechen dafür. Und die Wirtschaft braucht es. Wirtschaft und Industrie brauchen es, dass dort weniger Zeit und damit Geld verschwendet wird auf der Autobahn. Ja. A9-Ausbau, ja oder nein? Also wenn wir nicht wollen, dass die Autos durch Ortskerne fahren, braucht man den Ausbau, ja. Also klares Ja für den A9-Ausbau? Ganz klares Ja. Ja, das merkt jeder, der dort im Stau steht. Aber man darf nicht vergessen, dass es auch parallel dazu einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs braucht. Vor allem auch mehr Park-and-Ride-Anlagen, damit man gemütlich im Grazer Umland stehen bleiben kann, das Auto stehen lassen kann und schnell mit den Öffis in die Innenstadt kommt. Also mit einem Mal Ja. Ja. Stichwort Verkehr auch. Am neuen Ausbau Ja oder Nein? Klares Ja. Zu 120% notwendig. Unbedingt notwendig. Die A9 im Süden von Graz geht täglich über. Das belastet nicht nur die Pendlerinnen und Pendler, sondern auch die Anrainerinnen und Anrainer in all den umliegenden Ortschaften und Dörfern. Das gehört abgestellt, die Autobahn gehört ausgebaut. Ja, selbstverständlich, ja, ein eindeutiges Ja. Ist wichtig für die Steiermark, wichtig für den schnell wachsenden Raum im Süden von Graz, für die Pendler, für die Gemeinde und für die Wirtschaft.